Beatrice Egli emotional, ich viel Vertrautes loslassen. Hinter Beatrice Egli, 34, liegt ein anstrengendes Jahr 2022, das sie unglaublich gefordert hat. Doch aller musikalische Einsatz hat sich ausgezahlt. Neben ihrer Bühnentour mit ihrem 2021 erschienenen Album Alles, was du brauchst, brachte sie die Single Volles Risiko heraus und landete damit einen Riesenerfolg. Ich habe gerade erfahren, dass ich auf Platz 1 der Eierplay-Charts des Jahres bin. Oh mein Gott! Das ist die schönste Neujahrsnachricht, die ich bekommen habe, und ich möchte euch Danke sagen. Danke, dass wir gemeinsam Volles Risiko gegangen sind letztes Jahr, und schön, dass wir uns gegenseitig bestärken, mutig zu sein, seinen Weg zu gehen, erklärt sie überglücklich in ihrer Instagram-Story. In einem weiteren Feierpost blickt die Schweizerin zurück: 2022 war das Jahr, in dem ich wortwörtlich volles Risiko gegangen bin. Dieser Song hat mein Leben komplett verändert und auf den Kopf gestellt. Ich bin unglaublich dankbar und froh, dass ihr diesen Weg mit mir gemeinsam gegangen seid. In ihrer persönlichen Ansprache an ihre FollowerInnen lässt sie durchblicken, dass sie die vergangenen Monate viel Kraft gekostet haben, für mich liegen sehr, sehr emotionale Zeiten hinter mir und, ja, ich musste viel Vertrautes loslassen, um Neues zu gewinnen, um Neues zu entdecken, und das Neue tut wahnsinnig gut. Ein motivierendes Fazit, das auch ihre Fans inspirieren soll: ich wünsche euch ein neues, schönes Jahr, wo ihr auch mutig euren Weg geht und dass wir uns gegenseitig dazu bestärken, wünscht die Schlagersängerin ihrer Community. Jeder ist einmalig, ist einzigartig und nur du kennst deinen Weg. Und geh deinen Weg, volles Risiko. Anführungszeichen. Stefan Mraz machte in den letzten Tagen Schlagzeilen, da er seine Ex-Anna Karina Wojcik, 30, beschuldigte, das gemeinsame Statement zum Jahresende abgekupfert zu haben. Jetzt sorgt der immer wieder Sonntagsmoderator erneut für Aufsehen, um sich von dem Trubel zu erholen. Urlaubt der 47-Jährige gerade in Abu Dhabi. Wie es der Zufall so will, lässt Reality-TV-Star Evelyn Bordecki ganz in der Nähe die Seele baumeln. Die 34-Jährige hält sich in Dubai auf. Bereits vor einiger Zeit zeigten sich die beiden zusammen. Jüngst kamen Flirtgerüchte auf. Jetzt bezieht der Sänger Stellung. Ich genieße die Zeit mit mir. Es ist schön, auch mal allein zu sein, stellt Stefan Mraz klar. Gegenüber Bild gibt er an, dass er zwar fast täglich Ausflüge nach Katar und Dubai mache, jedoch keine Zeit dafür habe, sich mit Evelyn zu treffen. Ich wusste gar nicht, dass sie auch hier ist. Die Emirate sind groß, dabei besteht eine große Sympathie zwischen beiden. Stefan Mraz gab offen zu: Evelyn ist eine ganz tolle Frau und ich mag sie sehr, sehr gerne. Anführungszeichen. Welche spannenden Neuigkeiten es bei anderen Schlagerstars gibt, lesen Sie in unseren weiteren Schlager-News. Verwendete Quellen: Bild, Instagram.com.